Vermutlich ein technischer Defekt an einem Schaltkasten der Stadtwerke in der Porschestraße hat am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr zu einer Explosion geführt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wir sind hier am Umspannwerk der Stadtwerke in Nürtingen. Hier gab es im Rahmen eines Schaltvorganges in der Mittelspannungsstation eine leichte Verpuffung und dabei einen Austritt von Gas aus dem Leistungsschalter. Die Gefahr des Gases, das da ausgetreten ist, ist im Bereich, wenn ein Luftbogen entsteht, die Entstehung von Flusssäure. Die Feuerwehr Nürtingen wurde alarmiert, war jetzt aktuell mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 36 Mann vor Ort. Die Feuerwehr hat das Gebäude kontrolliert, hat die Personen, die 7, die sich im Objekt befunden haben, haben das Gebäude selbstständig verlassen. Es sind keine Verletzten zu verzeichnen. Der Messzug des Landkreises Esslingen aus Ostfildern wurde nachgefordert. Er hat Messungen sowohl im als auch ums Gebäude durchgeführt, hat dann dabei Luftschadstoffe im Bereich der Nachweisgrenze festgestellt und gemessen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Allerdings führte dies zu einem Stromausfall, von dem der komplette Kernstadtbereich von Nürtingen betroffen war. Betroffen sind alle Nürtinger Haushalte, so rund 23.000 Haushalte sind betroffen. Wie es weitergeht, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Wir müssen erst mal sehen, was wir für ein Schadensbild haben. Wir sind eben erst zu der Anlage gekommen und wenn das dann vorliegt, kann ich Ihnen weitere Informationen geben. Zurzeit weiß ich selber nicht, wie es weitergeht. Wenn es gut läuft, können wir die zweite Strecke wieder in Betrieb nehmen und dann haben wir wieder Strom. Gegen 15.45 Uhr konnten Techniker den Schaden so weit beheben, dass der Strom wieder zur Verfügung stand. Seit Montag ist die Kreisstraße 1210 zwischen Waldmannsweiler und Weinstadt-Bach wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Straßenbauamt des Landratsamtes Esslingen saniert den Fahrbahnbelag und einen wegen einer Rutschung aufgetretenen Fahrbahnabbruch. Da diese Arbeiten nicht im fließenden Verkehr stattfinden können, gibt es eine Vollsperrung. Die Umleitungsstrecke ist über Mannolzweiler. Die Fahrbahndecke der K1210 ist zwischen der Landstraße LL50 und der Kreisgrenze schadhaft und weist stellenweise in den Randbereichen starke Verdrückungen auf. Im Zuge der anstehenden Sanierung soll die Deckschicht erneuert sowie einige Randbereiche verstärkt und eine Rutschung saniert werden. Der Straßendamm ist dort in den letzten Jahren immer weiter abgerutscht und hat zum Bruch einer Verdolung sowie tiefen Rissen in der Fahrbahn geführt. Die Rutschung wird nun tiefgründig durch Steingitterkörbe und eine Kreinerwand saniert. Immer wieder kam es auf der Strecke zu schweren Verkehrsunfällen. Am 10. Oktober 2015 kam ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde damals schwer verletzt und die Kreisstraße war für fast eine Stunde gesperrt. Ein weiterer schwerer Unfall passierte am 19. Juli 2016. Dabei kam ein 19-Jähriger mit seinem Honda aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landete mit dem Dach an einem Baum. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und musste damals von der Feuerwehr befreit werden. Der neue Fahrbahnbelag und die dadurch entstehende Beseitigung der Unebenheiten sollten weitere schlimme Unfälle verhindern. Der Rems-Murr-Kreis lässt im Zuge der Arbeiten 220 Meter Straße bis zum Ortsanfang von Bach erneuern. Der Landkreis Esslingen investiert 570.000 Euro in die Straßensanierung. Auf den Rems-Murr-Kreis entfallen 20.000 Euro. Die Bauarbeiten dauern mindestens bis Mitte Juni an. Im Stadtmuseum Esslingen kann man seit dem 6. April die Ausstellung Fotogeschichten – Jugendliche sehen ihre Stadt – betrachten. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Die 5 Sinne begleiten die Schüler auf ihrer Fotosafari durch die Stadt Esslingen. Wie aber lassen sich diese in Bilder festhalten? Über 30 Schülerinnen und Schüler der Lerchenecker-Schule und der Katharinenschule in Esslingen sowie der Foto-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Filderstadt nahmen dieses Jahr am Projekt teil. Mit Neugier, Kreativität und Blick fürs Detail meistern die jungen Fotografen diese Herausforderung. Seit 2011 gibt es das Projekt Fotogeschichten mit Schülern aus Esslingen und der Region. Entwickelt wurde es von der Leiterin der Museumspädagogik der Stadt Esslingen, Effi Grimmer. Also die Ausstellung, die heißt Fotogeschichten, die gibt es schon jetzt zum 6. Mal. Das machen Kinder und Jugendliche. Der Untertitel ist Jugendliche sehen ihre Stadt. Und die Jugendlichen machen die Fotos und die Ausstellung.
machen wir einmal im Jahr mit unterschiedlichen Schulklassen, die wir vorher anschreiben, ob jemand Lust hat, dazu mitzumachen. Und dann kommen 2 bis 3 Schulklassen, die fotografieren zu einem bestimmten Thema. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir wollen Esslingen mit allen Sinnen darstellen und sie sollen dazu Fotos machen. Die machen die Fotos, dann bekommen sie Schulungen unterschiedlicher Art von den Museumsmitarbeitern und dann machen sie die Ausstellung selber bis zur Vernissage. Im Jahr 2012 wurde das Ausstellungsprojekt mit dem Bildungspreis der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen für sein innovatives und nachhaltiges pädagogisches Konzept ausgezeichnet. Noch bis zum 21. Mai 2017 sind die Werke der jungen Künstler zu betrachten. Der Eintritt für die Fotoausstellung ist kostenlos.